Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich möchte euch heute mal Althea vorstellen. Althea ist ein kleiner Überraschungshit für mich. Ich habe mir das Spiel auf den Gebrauchtmarkt eigentlich zufällig zugelegt und ich muss sagen, es ist ein sehr unterhaltsames Abenteuerspiel. Warum es mir jetzt letztendlich doch ganz gut gefällt, möchte ich euch in diesem Video vorstellen. Zuallererst möchte ich euch mal sagen, was Althea denn überhaupt ist und was euch in dieser relativ großen Box denn überhaupt erwartet. Warte, ich nehme euch mal kurz mit. Einen Augenblick. So, hier im Heck haben wir die Boxen. Das ist die Althea Box. Die sind prall gefüllt mit Content. Ziemlich fettes Teil. Und ihr seht schon, wenn ich euch jetzt dann den Tisch zeige, hier haben wir noch ziemlich viel Material drin. Hier, das sind diese Map-Tiles, aus denen eben diese World Map besteht. Ihr habt hier ziemlich viele Map-Tiles auch noch enthalten, die natürlich nicht in jedem Spiel vorkommen. Dann haben wir hier natürlich noch mehrere Helden-Tableaus enthalten und anderes Material. Das heißt, ihr seht schon, wenn ihr eine Partie, und das ist ein sehr positiver Punkt, eine Partie von Althea spielt, dann habt ihr nicht viel vom Spiel gesehen. Und das finde ich sehr cool umgesetzt, denn wie schon erwähnt, ihr habt hier immer unterschiedliche Map-Tiles. Die werden auch randomisiert aufgedeckt. Ihr kämpft eigentlich immer gegen andere Monster. Natürlich wiederholen sich die, wenn ihr viel spielt. Und was auch noch ist, ihr habt immer wieder andere Quests. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Also was macht ihr? Ihr bewegt euch ganz klassisch mit eurem Helden, wie bei Mage Knight, über eine Open World und auf dieser Open World, wie ihr seht, könnt ihr eben verschiedene Marker und Events und Kämpfe triggern. Was könnt ihr alles machen? Fangen wir mal von vorne an. Das erste offensichtliche ist ja natürlich, ich kann kämpfen, wie ich schon erwähnt habe. Ihr habt hier eure Enemy-Karten, diese gehen von Level 1 bis Level 3. Da steht dann auch immer schön oben, was ihr für Belohnungen freischalten könnt und auf der Rückseite seht ihr eben das Monster, das ihr dann besiegen müsst. Wenn ihr Monster besiegt, bekommt ihr zum einen mal Erfahrungspunkte, das heißt ihr schiebt eure Marker dann hier weiter und dann gibt es hier solche Milestones, markiert mit den Büchern. Wenn ihr diese Milestones triggert, dann könnt ihr theoretisch in Orte gehen, wo man handeln kann und dann könnt ihr euren Helden aufleveln. Das ist auch sehr klassisch. Das heißt, ihr deckt dann einfach solche Tokens hier auf und im Laufe des Spiels werdet ihr immer stärker. Diese Fähigkeiten könnt ihr dann natürlich ausrüsten, um euren Charakter so zu gestalten, wie es euch gefällt. Neben diesen Fähigkeiten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich Items zu kaufen. Diese Items gibt es dann auch auf diesen Handlungsorten, entweder in Dörfern oder in solchen violetten Towern oder im Late Game Tower. Und hier seht ihr schon, habt ihr einfach die Möglichkeit im Shop, dass ihr euch ziemlich viele Items auswählt. Auch hier ist wieder dasselbe Prinzip vorhanden. Wir haben hier ziemlich viele Items, wie ihr seht. Und die Items kommen natürlich, ihr seht schon, ich habe jetzt eine Late Game Kampagne gespielt. Ich war im 19. Jahr, 20 ist maximal. Und ihr seht schon, wie viele violette Tokens ich nicht gesehen habe. Das heißt, ihr habt hier wirklich so ein kleines Sandbox-Game. Und das finde ich sehr schön umgesetzt. Dass ihr wirklich bei jedem Mal spielen, andere Elemente ins Spiel reinkommen. Und es sich dadurch immer frisch und abwechslungsreich anfühlt. Genau, natürlich gibt es auch unterschiedliche Helden. In dieser Box sind 6 verschiedene Helden enthalten. Ich habe hier jetzt mal den Dieb gespielt. Letztes Mal habe ich so einen, ja wie soll ich sagen, Selbstheiler-Mage gespielt. Der hat mir richtig Bock gemacht. Der Schurke war jetzt nicht so atemberaubend wie der andere Held. Aber jeder hat ja andere Vorlieben, würde ich mal sagen. So, wie funktioniert das mit den Aktionen, die ihr pro Zug habt? Ist auch eigentlich nett gelöst. Ihr habt nämlich hier unten diese 3 Tokens. Der eine Token, also zum einen können euch die Tokens dienen, um sich zu bewegen. Also eine Bewegung, 2 Bewegungen oder 3 Bewegungen auf dieser World Map. Das ist sehr straightforward. Das heißt, ihr bewegt euch einfach pro Bewegungspunkt ein Feld.
Dann gibt es natürlich noch Regeln mit Teleportation etc. Aber es ist ja kein Regelvideo hier. Genau, das heißt, ihr könnt diese Tokens verwenden, die sind One-Time-Use. Wenn ihr sie verwendet, müsst ihr sie weggeben. Die werden jeden Zug refreshed, also wiederhergelegt. Das Coole ist, entweder ihr bewegt euch oder ihr macht die Aktion. Das bringt uns auch schon wieder dazu. Erste Aktion, ihr könnt eben kämpfen. Wir haben uns ja die normalen Gegner schon angesehen, aber es gibt noch mehr in Euthia. Es gibt auch legendäre Gegner. Die sind dann hier. Ihr könnt zum Beispiel gegen Greifen kämpfen oder gegen ganz viele andere unterschiedliche Elite-Gegner heißen die in diesem Spiel. Das sind etwas schwere Gegner. Die gibt es auch noch abseits von diesen normalen Monstern. Und wenn ich euch jetzt noch was erzählen kann, es gibt dann sogar noch Endbosse. Warte mal einen Moment. Wenn ihr wirklich Lust habt, gegen Drachen zu kämpfen, dann gibt es hier auch noch Szenarien, die eben Drachen als Endbosse mitbringen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber nur damit ihr Bescheid wisst, die Option gibt es. So, dann gibt es noch den zweiten Token hier. Der hat ein Handelssymbol oben, ist auch selbsterklärend. Ihr könnt einfach, wie schon gesagt, bei Orten, wo man handeln kann, handeln. Handeln ist immer interessant, denn beim Handeln kann ich einerseits meinen Charakter aufleveln. Ich kann mir hier Items aussuchen und meinen Charakter so bilden, wie ich möchte. Ihr seht schon, da geht dann Late Game ziemlich viel ab. Ich kann mir die Items nicht nur kaufen, sondern auch noch im Nachhinein upgraden. Ich habe hier zum Beispiel Handschuhe und diese Handschuhe haben zwei Edelsteine drinnen. Mit diesen Edelsteinen kann ich diverse Sachen triggern. Zum Beispiel kann ich hier mit dem mich einmal pro Zug zwei Leben heilen. Der andere gibt mir ein +1 auf einen Würfelwurf, wenn ich das verwenden möchte. Außerdem bufft er 3 Leben meine Max HP und ich bekomme ein Ausrüstungspunkt dazu. Außerdem habe ich hier unten eine Lore. Das heißt, ich kann bei der nächsten Aktion, die ich euch jetzt zeige, das ist die Abbauaktion, besser abbauen. So, wenn ich zum Beispiel jetzt auf so einen See gehe oder in den Berg hier, dann kann ich dort abbauen. Wenn ich abbaue, dann kann ich mir hier bei den Abbauressourcen eben nicht 1 nehmen, wie sonst, sondern gleich 3 solche Tokens. Und hier kann ich dann eben coole Schätze finden. Diese Schätze kann ich eintauschen gegen Geld, gegen Edelsteine, die ich dann wieder in meine Gegenstände reinslotte. Oder ich kann auch ganz andere Dinge hier drin finden. Wie ihr schon seht, es gibt hier auch ziemlich viele Tokens, unterschiedliche Optionen, wie ihr farmen könnt. Ja, und das Lustige ist eigentlich, dass das Ganze gut zusammenspielt, denn wie ihr seht, habe ich hier jetzt so unterschiedliche Edelsteine hier rausgezogen. Und diese Edelsteine, die braucht ihr eben manchmal auch, um Questen zu erfüllen. Ja, es gibt auch Questen in diesem Spiel. Immer wenn ein neues Teil aufgedeckt wird mit so einem Fragezeichen, das ist natürlich alles random, ja, das kann einmal sein, dass ihr viele Questen habt, einmal habt ihr weniger Questen. Wie schon gesagt, das hier ist der Questenstapel, also hier sind einige Karten dabei, mit denen ihr questen könnt. Das Questen könnt ihr euch jetzt nicht so vorstellen, dass hier viel Flufftext oben steht. Es steht nämlich genau gar kein Flufftext oben, aber mich stört sowas nicht. Ja? Das ist einfach ein, hast du die Ressource, dann bring die Ressource wohin und du bekommst eine Belohnung dafür. Das sind die Questen, ist aber auch ganz cool, weil eben das System sehr gut ineinander greift. Ich kann mir diese Edelsteine jetzt nehmen für eben die Belohnung, wenn ich das brauche, eben für Kohle oder für andere Elemente. Oder ich sage, ich erfülle hier eine Quest, weil ich gerade nebenbei stehe und kann so ja auch einen Fortschritt haben. Das heißt, ich habe die Option auf mehrere Dinge. Ist ganz schön gelöst. Das ist aber noch nicht alles zu den Questen, denn wenn ihr zum Beispiel das letzte Szenario spielt, was ich euch empfehlen würde, dann habt ihr auch noch solche Late-Game-Questen. Das sind dann legendäre Teile. Und mit diesen legendären Teilen, die habt ihr hier, diese Late-Game-Questen, die müsst ihr dann eben auch noch erfüllen, um eben das Szenario zu gewinnen. Und ihr habt eben 20 Runden lang Zeit, um euch, ja, ihr könnt euch 20 Runden eigentlich ganz frei bewegen und euren Charakter so bilden, wie ihr möchtet.
und müsst dann eben diese Late-Game-Questen erfüllen. Mit den Late-Game-Questen ist das auch so, ihr seht das. Es gibt hier unterschiedliche Late-Game-Questen. Und auch diese Late-Game-Questen kommen halt nicht alle in einem Spiel vor. Das heißt, ihr habt ja auch immer andere Late-Game-Aufgaben. Ja, und das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich sage, spielt auf alle Fälle die letzte Mission. Denn in der letzten Mission spielt ihr halt wirklich eure 20 Runden durch. Das heißt, ihr seid hier anfangs im Early-Game, dann kommt ihr ins Mid-Game und auch auf alle Fälle ins Late-Game. Und gerade das Late-Game ist das, was bei dem Spiel cool ist. Das heißt, ihr habt dann hier all eure Fähigkeiten freigeschalten. Ihr habt dann auch schon eure Items parat. Und da fühlt ihr dann einfach euren Helden und auch die Unterschiede der Helden. Denn wir haben einige Partien gespielt, wo wir eben, es gibt unterschiedliche Szenarien. Und die ersten Szenarien gehen halt nur so bis 6, 7, 8 Runden. Und da kommt man dann eigentlich nicht weit, dann hat man hier eine Fähigkeit oder zwei Fähigkeiten. Und gerade wenn das Spiel interessant werden würde, ist es schon wieder vorbei. Deswegen empfehle ich euch, spielt eher die Kampagnen, die am Schluss kommen, wo er mindestens 15 Runden ja spielt. Ich habe jetzt das Ganze sehr viel Solo gespielt und ich bin positiv überrascht, wie gut das im Solo-Play funktioniert. So. Es gibt hier nämlich dann auch eine App. Ich habe schon von Leuten gehört, die wurden etwas abgeschreckt wegen den Regeln, weil anscheinend der Kampf sehr kompliziert wirkt. Der Kampf ist aber nicht wirklich kompliziert. Und wie schon gesagt, es gibt hier auch eine App, die ist offiziell und die steuert euch eigentlich den ganzen kooperativen bzw. Solo-Part, wenn ihr kämpft. Also zum Beispiel, ich gebe hier jetzt mal ein, wir können ja ganz kurz den Kampf durchgehen, wie das Ganze so ablaufen würde. Das heißt, ich habe hier meinen Helden, sagen wir mal, wir kämpfen gegen ein schweres Monster, hier ein Level 3 Monster, okay? Wir decken das Monster auf, ihr seht schon, das ist ein Naga. Der hat 18 Leben, er bekommt eine Goldkarte, zwei Chaosmarker und ein Garmarker. Das müsst ihr jetzt nicht im Detail verstehen, wie gesagt, kein Regelvideo. Und hier unten steht dann auch noch, okay, je nachdem was der erwürfelt, macht er unterschiedlichen Damage. Ich möchte euch aber auch kurz zeigen, warum das so interessant ist mit dieser App. So im Laufe des Spiels wird das hier alles automatisch gesteuert. Sagen wir mal, der Gegner hat eine Silber- und eine Goldkarte. Dann drücke ich hier einfach auf Combat. Dann muss ich natürlich noch auswählen, okay, gegen welchen Gegner kämpfe ich hier. Den habe ich jetzt schon gezogen. Den hier. Und hier könnte ich dann noch einstellen, sind irgendwelche Elementare aktiv. Genau, es gibt auch noch Elementare in dem Spiel. Gegen diese Elementare könnt ihr dann auch antreten. Und die sind auch ganz wichtig zum Leveln. Die haben dann auch noch verschiedene Effekte in dem Spiel. Also ihr seht schon, es gibt sehr viele kleine Sachen in dem Spiel, die sich dann multiplizieren zu einem sehr schönen Abenteuerspiel. Genau, und dann sagen wir hier einfach, First Strike habe ich keinen. First Strike gibt es hier zum Auswählen. Falls man eine First Strike Waffe hat, dann kann man das hier anklicken. In diesem Fall habe ich es nicht, wie gesagt. Dann machen wir einfach hier in die nächste Phase. Dann kann ich hier alle Fähigkeiten spielen, die eben vor dem Würfelwurf des Monsters vorkommen. Habe ich jetzt auch nichts. Das heißt, ich lasse einfach mal das Monster würfeln. So, der zieht dann eine Karte und hat eben hier sein Würfelergebnis. Er setzt einen Garmarker ein. Das heißt, er kann einen Würfel rerollen und bekommt plus 2. Dann steht hier auch schon dabei, Destroy 2 Gear Tokens. Das heißt, er würde mir 2 Gear Tokens wegnehmen. Ich habe aber gerade keinen Gear Token. Das heißt, ich drücke hier auf OK. Alles klar. Dann sehen wir schon, er hat jetzt ein Würfelergebnis von 9. 9 plus macht er 9 Damage. So, jetzt resette ich kurz mal meinen Charakter. Ich bin gerade auf 23 Leben. Angenommen, ich gehe natürlich mit maximalen Leben hier in den Kampf rein. Es ist klar, es ist nämlich ein Level 3 Monster. Genau. So, derzeit würde er 9 Damage machen. Ich bin auf einem Maximalwert von 23. Was habe ich für Optionen? Ich kann theoretisch den Stich von hinten einsetzen. Ihr seht ja nämlich hier links oben, den kann ich nach dem Monsterwürfelwurf einsetzen. Der gibt dem Monster minus 2
Angriffsstärke und ich mache ihm einen Damage. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal her, weil ich sehe ja, mit 9 plus macht er seinen 9 Damage. Aber wenn ich ihn unter 9 bringe, macht er weniger. Das heißt, ich gebe hier mal die minus 2 ein, dann droppt er schon mal auf 8 Damage und ich kann ihm einen Schaden machen, eben wegen meinem Stich von hinten. Stich von hinten muss ich dann natürlich tappen, den habe ich nur einmal pro Zug. So, schauen wir zurück. Er hat jetzt immer noch 8 Damage. Ich sehe, er macht von einem Ergebnis 5 bis 8, macht er 8 Damage. Das heißt, ideal wäre, wenn ich den Gegner auf 4, einen Wert von 4 bringe. Das kann ich jetzt sogar machen. Und zwar habe ich hier noch das flinke Ausweichen. Ist auch eine Fähigkeit vom Schurken. Das kann ich tappen. Ihr seht, minus 5 Angriffsstärke für den Gegner. Das heißt, insgesamt sind wir hier auf minus 7. Ihr seht schon, man kann das Würfelergebnis ziemlich gut beeinflussen. Der Monster und auch meine eigenen Würfe. So, ich sehe jetzt, mehr kann ich nicht mehr tun. Er macht 4 Damage. Das heißt, ich nehme mir das hier vom maximalen Leben weg. Bin auf 19 Leben und drücke auf nächste Phase. Jetzt bin ich dran. Ich greife an mit meiner Waffe, mit dem Grimmspieß. Das heißt, ich würfel meine zwei Würfel. 2d6 werden gewürfelt hier in diesem Spiel. Ich habe eine 9 gewürfelt. Gutes Ergebnis. Es gibt hier keine Modifier. Das könnte sein, dass hier mein Würfelergebnis verringert wird, aber das sagt mir alles die App. Dann muss ich hier nur noch schauen. Ich bin hier bei einem Ergebnis 9 bis 11. Das heißt, ich mache 6 Damage. 6 Damage ist nicht schlecht. Das heißt, ich gebe der App hier ein, ich mache 6 Damage und sehe, er ist dann noch auf 11 Leben. Nächste Runde. Also ihr seht schon, das ist ganz interessant hier, diese App. Die macht ziemlich viel für euch. Ihr müsst dann eigentlich nur noch eure Fähigkeiten richtig einsetzen. So, das Monster ist wieder dran. Schauen wir mal, was das Monster würfelt. Es hat einen 8er gewürfelt. Es spielt dann natürlich auch seine Silber- und Goldkarten. Das kann man entweder hier einfach analog machen oder eben mit der App. Diese Karten sind so AI-Karten, die dann eben das Monster noch buffen. Also der Kampf wird einfach schwerer. Da gibt es Silberkarten und es gibt Goldkarten. Die werden natürlich auch von dem Monster gespielt. So, er hat wieder einen Wert von 13 erwürfelt. Das heißt, das wären derzeit 5 Damage. So, die 5 Damage werde ich jetzt einfach mal nehmen. Ich bin auf 9 Damage. Das heißt, ich droppe auf 14 Leben. Ist aber gar nicht so dramatisch, denn ich habe theoretisch noch hier bei meinem Helm einen Heal von 2 oben, einen Edelstein. Wenn ich das verwenden möchte, dann kann ich hier diesen Edelstein tappen. Ist auch, wird jede Runde neu aufgefrischt und kann mich um 2 heilen, dann wäre ich wieder auf 16 oben. Alles klar, dann komme ich wieder dran. Ich entscheide mich jetzt für den Doppeltreffer. So, der Doppeltreffer ist interessant. Ich kann den Schaden meiner Waffe verdoppeln, bekomme aber auf meinen Würfelwurf einen minus 4 und ich mache einen Schaden weniger. Das heißt, schauen wir mal, was ich hier würfel. Das ist ein schlechtes Ergebnis. Ich habe einen 5er gewürfelt. Wenn ich einen 5er würfel, darf ich hier den Würfel der Hoffnung um 1 raufticken. Würfel der Hoffnung ist auch interessant. Immer wenn ich 1 bis 5 würfel, kann ich diesen Würfel erhöhen. Und wenn das Monster 10 bis 12 würfelt, ebenfalls. Das ist so eine Art Kompensation für schlechte Würfelwürfe. Und ich kann mich dann im Laufe des Spiels entscheiden, eben den Würfel der Hoffnung zu verwenden, um eben das Ergebnis zu verändern. Wie schon gesagt, wenn ich jetzt oft hintereinander schlecht würfel, habe ich hier einen Backup-Plan. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. So, wie wir jetzt sehen, habe ich eine 5 gewürfelt und durch meine Fähigkeit Doppeltreffer habe ich ja minus 4, das heißt, ich bin auf einem Ergebnis von 1. Das ist schlecht. Das heißt, ich verwende einen Garmarker. Ein Garmarker kann ich verwenden, um einen Würfel zu wiederholen. Und ich bekomme plus 2 auf das Ergebnis. So, das heißt, ich habe jetzt einen 4er gewürfelt und dieser Garmarker zählt als plus 2. Das heißt, wir sind insgesamt auf 10. Minus 4 ist ein Ergebnis von 6. Ergebnis von 6 ist bei meiner Waffe ein Schadenswert von 4. Jetzt kann ich noch hier mein Kleeblatt verwenden. Das gibt mir plus 1.
Dann verwende ich noch meine Finte. Das gibt mir plus 2. Das heißt insgesamt nochmal plus 3. Also zusammengerechnet, wir haben hier plus 3 minus 4 ist minus 1. Hier haben wir ein Ergebnis von 10 minus 1 ist 9. Und 9 sagt bei mir 6 Damage. So, jetzt habe ich ja diese Karten, dieses Token gespielt. Das heißt, ich kann meinen Damage verdoppeln. Bin ich auf 12 Damage, dann muss ich noch minus 1 Damage rechnen. Bin ich auf insgesamt 11 Damage. Das Monster hat noch 11 Leben. Das heißt, ich ziehe dem Monster 11 Leben ab und habe das Monster besiegt. Nach dem Besiegen bekomme ich natürlich meinen Reward von dieser Karte und von dem Feld, wo ich mich gerade befinde. So, das war jetzt beispielhaft ein Kampf. Das heißt, ihr seht schon, das Einsetzen der Fähigkeiten und meiner, ja, wie soll ich sagen, Gegenstände und Edelsteine, die ich eben reingeslottet habe. Und natürlich habe ich dann auch noch so Scrolls, zum Beispiel zum Heilen oder für andere Effekte. Da kann man schon sehr viel auch machen im Kampf. Gerade Late Game, wenn man dann gegen solche Monster kämpft, die eben 20 bis 30 Leben haben, dann spielt man schon einige Runden und das Ganze ist ganz lustig und amüsant. Ihr seht schon, eigentlich finde ich das Spiel ganz cool. Die ganzen unterschiedlichen Elemente fügen sich sehr gut ineinander ein und machen einfach Spaß. Es ist jetzt nicht das Überspiel, das ich jedem empfehlen würde, aber ich empfehle es den Leuten, die auf Abenteuerspiele stehen, die auf Solospiele stehen und die vielleicht zu zweit gerne spielen. Denn man kann hier auch zu zweit spielen und dann hat man so einen semi-kooperativen Modus. Das heißt, der Gegner bekommt hier goldene und silberne Karten in die Hand und wenn dann der Gegenspieler gegen Monster kämpft, dann kann sich der andere Spieler eben entscheiden, okay, wann spiele ich überhaupt meine Karten. Das heißt, der andere Spieler steuert dann sogar die Monster und das ist auch ganz interessant und hat auch eine eigene Dynamik, wenn er drauf steht. Ihr könnt natürlich auch voll kooperativ spielen, das ist auch kein Problem. Genau, also es ist eigentlich ein ziemlich einsteigerfreundliches Abenteuerspiel, würde ich sagen. Ich meine, der Aufbau ist natürlich ja einigermaßen viel. Ihr seht schon diese ganzen Tokens, die es hier gibt. Aber wenn das Teil mal auf dem Tisch ist und wenn ihr die Regeln könnt, spielt sich das relativ flott herunter. Und die Regeln sind auch wirklich nicht komplex. Der Kampf wirkt vielleicht anfangs komplex, ist es aber dann eigentlich nicht. Und deswegen muss ich sagen, ist Euthia ein einsteigerfreundliches Abenteuerspiel, was man einfach so zwischendurch mal spielen kann. Also zwischendurch ist relativ, wenn ich jetzt 20 Tage spiele mit 2 bis 3 Helden, sitze ich natürlich schon einige Stunden dran. Aber wenn ich das Solo spiele, die 20 Runden, dann habe ich das auch in 2 Stunden runtergespielt. Und das finde ich sehr interessant. Wie schon gesagt, es sind hier in dieser Box 6 verschiedene Helden drin. Die können wir uns vielleicht auch noch mal kurz anschauen. Genau, den einen Helden habt ihr ja schon gesehen bei mir. Dann gibt es noch andere. Hier zum Beispiel einen. Die haben auch alle natürlich andere Fähigkeiten, das ist eh klar. Dann haben wir hier noch einen Krieger. So eine Art Totenbeschwörer, dunkler Mage. Einen klassischen Mage. Und dann habt ihr noch so einen Zwergenkrieger. Und was ich sehr cool finde in dem Spiel, das muss ich auch noch kurz erwähnen. Jeder Held, das ist ungefähr so wie bei Too Many Bones, kommt hier mit seinem eigenen Sheet dazu, wo eben nochmal jede Fähigkeit, jedes Plättchen ganz genau beschrieben ist, damit ihr auch sicher wisst, okay, wie funktioniert diese Fähigkeit. Sehr cool gemacht. Das ist aber noch nicht alles, denn das Spiel, also zum ersten Mal gibt es das Spiel auf Deutsch, was sehr cool ist und natürlich das auch alles leichter macht zu verstehen. Und andererseits muss ich sagen, ist die Spielanleitung extrem gut gemacht. Hier, das ist die Spielanleitung, da stehen natürlich alle Regeln drin. Alles sehr schön detailliert aufgeschrieben, auch mit sehr vielen Beispielen und schön bebildert. Genau, aber das ist noch nicht alles. Das Spiel kommt mit einem Anhang und im Anhang
sind wirklich nochmal alle Tokens und alle Karten genau beschrieben. Das heißt, zu jeder Karte, wo ihr euch denkt, okay, ich verstehe den Text vielleicht auf der Karte nicht hundertprozentig, dann könnt ihr hier reinschauen und hier ist nochmal jede Karte im Detail beschrieben, wie das Ganze funktioniert. Das ist sowas von cool. Es gibt hier keine Frage, die offen bleibt. Hier am Schluss habe ich nochmal alle Symbole aufgelistet und was die machen, für was die stehen. Ich habe auch hier die ganzen Tokens nochmal im Detail beschrieben. Ich habe hier zum Beispiel noch stehen die Tränke. Was macht denn dieser Trank ganz genau? Da steht dann der Zeitpunkt dabei, außerhalb eines Kampfes und was er macht. Der Spieler zieht eine Goldkarte. So, beschrieben, ich kenne mich aus. Dann kommt das Spiel noch mit einem anderen Buch. Und zwar das Szenariobuch. In dem Szenariobuch habt ihr eben die unterschiedlichen Szenarien drinnen. Wir haben hier ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt einfach mal das Einstiegsszenario, wo ihr einfach mal das Spiel kennenlernt. Und dann habt ihr da noch ganz eben andere Abenteuer zu bewältigen. Ihr könnt einmal gegen einen Elementar kämpfen. Das habe ich auch schon gemacht. Spielt sich auch wieder komplett anders. Oder ihr kämpft, wie schon gesagt, dann gegen Drachen, ihr habt die Möglichkeit gegen den roten Drachen zu kämpfen, sowie gegen den violetten Drachen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wie es scheint, kämpft ihr da wirklich gegen den Drachen. Was ich gespielt habe, ist eben das Brathas Bann. Das ist das letzte Szenario, da habt ihr dann diese legendären Questen dabei und spielt wirklich 20 Jahre. Das finde ich macht einfach am meisten Sinn. Ja, puh, das war jetzt eh ganz schön viel. Aber ja, das glaube ich hat sich trotzdem ausgezahlt, mal das Video rauszuhauen, denn wie gesagt, gibt es ja Oethia leider nicht mehr. Die Firma ist leider krachen gegangen. Das heißt, wie gesagt, wenn es euch interessiert, nur auf Gebrauchtmarkt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Auch wenn ich das Spiel sehr interessant und cool finde, bin ich der Typ, der Spiele auch wieder verkauft, wenn er sie durchgespielt hat. Und mein Plan ist auf alle Fälle, ich spiele jeden Helden mal auf maximales Level. Das heißt, das sind 6, 20 Jahre Szenarien, die ich durchspiele. Und ich glaube, nach diesen 6 Endgame, Late-Game Kampagnen habe ich eigentlich das Spiel im Großen und Ganzen durch und habe alle Variationen und Kombinationen ausgeschöpft und gesehen. Und dann ist es für mich auch Zeit, dass ich sage, okay, das Spiel war eine tolle Erfahrung, ich gebe es aber wieder her, soll wer anderer Spaß damit haben. Das heißt, das Spiel wird auch bei mir auf den Gebrauchtmarkt irgendwann kommen. Aber ja, erst wenn ich mal alle Helden gespielt habe und das Gefühl habe, ich habe jetzt den Großteil oder alles vom Spiel gesehen. Und das kann ich auch noch zum Abschluss sagen, wenn ihr euch das Spiel zulegt, dann könnt ihr auf alle Fälle jeden dieser Helden einmal auf Max Level spielen, denn die Fähigkeiten und die Helden spielen sich dann doch sehr anders. Also dieser Heilungsmage und dieser Schurke haben sich schon unterschiedlich gespielt. Natürlich gibt es Parallelen. Jeder Held hat irgendwo eine Movement-Fähigkeit, die ihm eben die Bewegung auf dem Feld dann im Midgame vereinfacht, weil sonst kann man sich ja über diese riesige fette Map nicht mehr so schnell und effizient bewegen. Aber im Grund sind sie schon asymmetrisch und verschieden. Genau, das war's von mir, Oethia, der Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ihr das hattet, würde ich mir natürlich über ein Like und einen Kommentar freuen. Und dann sage ich Peace out, bis zum nächsten Mal.